Guten Abend allerseits und willkommen zu diesem Meinungsvideo zu einem Zeitungsartikel meinerseits. Ich echauffiere mich ja schon länger darüber, dass die schweizerischen öffentlichen Verkehrsmittel einfach viel zu teuer sind. Und hier haben wir nochmal einen Zeitungsartikel bekommen, wo was Negatives drin steht. Zur Grundlage. Die Schweiz ist ein fucking teures Land. Um einmal von Bern nach Zürich und wieder zurückzufahren, zahlst du ungefähr 130 Tacken. Einmal hin und zurück. Eine Strecke von, sind das 150 Kilometer? Ein Weg, also 300 Kilometer hin und zurück. Grob geschätzt. Deutschland hat vor einiger Zeit das sogenannte Deutschland-Ticket eingeführt. Das ist ein Monatsabonnement für 49 Euro. Für diese 49 Euro kannst du nahezu das komplette öffentliche Verkehrsmittelnetz in Deutschland nutzen. Für 49 fucking Euro. Ich habe an der Stelle etwas rausgesucht, so ungefähr das, was unser Äquivalent dazu ist. Wir haben ein Generalabonnement, das kannte ich bis dato nur als jährlich. Es gibt aber offensichtlich auch ein Monatsgeneralabonnement. Dies erlaubt uns eigentlich das komplette öffentliche Verkehrsnetz der Schweiz zu nutzen. Also bietet, glaube ich, ein kleines bisschen mehr als das Deutschland-Ticket. Aber nicht sehr viel mehr. Und kostet uns einfach zweite Klasse 420 Schweizer Franken. Das scheiß Monats-GA kostet also fast das Zehnfache von dem, was ein Monats-GA in Anführungszeichen in Deutschland kostet. Und seien wir mal ehrlich, verdient ein Schweizer das Zehnfache von dem, was ein Deutscher verdient? Nein. Der Durchschnittsschweizer verdient das Zweieinhalbfache von dem, was der Deutsche verdient. Also so grob geschätzt, in Deutschland ist, glaube ich, ein Grundlohn irgendwas bei 2000 und in der Schweiz ist es 5000. Also zwar das Zweieinhalbfache. Aber wir zahlen fast das Zehnfache für ein fucking Monatsticket. Weswegen ich mich da so extrem drüber aufrege, ist folgendes. Vor einiger Zeit stand in dieser Zeitung, dass die Stadt Bern die Parkgebühren um rund 86% steigern will. Das heißt, man will wirklich auf Krampf dafür sorgen, dass das Autofahren uninteressant wird, dass die Leute mehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Aber unsere öffentlichen Verkehrsmittel sind, wie man ja hier sieht, einfach auch fucking nochmal überteuert. Das ist einfach absoluter Bullshit. So machst du die öffentlichen Verkehrsmittel für einen Autofahrer nicht lukrativ. Und jetzt kommt noch der Witz. Trotz gestiegener Kosten und Teuerung hat die öffentliche Verkehrsmittelbranche nun entschieden, die Tarifmaßnahmen tiefer als angekündigt anzusetzen. Also es gab schon mal eine Ankündigung. Die durchschnittliche Preiserhöhung liegt bei 3,7%, inklusive 0,4% Erhöhung der Mehrwertsteuer aufgrund der AHV-Reform, blablabla. Dass die Mehrwertsteuer erhöht wird, ist auch ein absoluter Witz, weil auf zum Beispiel Grundlebensmittel sollte es gar nicht erst eine Mehrwertsteuer geben, weil wo ist da der Mehrwert? Du frisst, damit du gesund wirst, damit du arbeiten kannst. Das ist der Kreislauf unserer Gesellschaft. Da ist kein Mehrwert drin. Der Mehrwert ist, dass du gesund bist, um zu arbeiten. Was willst du sonst? Nicht fressen, damit du bei der Arbeit krepierst? Wow. Just saying. Und ja, statt 4,3%. Wow, es sind 0,6% weniger Erhöhung. Das GA für Erwachsene Zweitklasse wird dadurch um 135 Franken teuer statt 220. Ja, sie feiern sich jetzt so extrem, dass sie auf nächstes Jahr 0,6% weniger teuer werden. Aber die Tatsache, dass sie teurer werden, ist einfach schon ein absoluter Bullshit.
Wie gesagt, Deutschland hat ein Ticket, wo man 49 Euro im Monat zahlt. Ein Zehntel von dem, was wir bezahlen. Vor allem, wenn wir die Verteuerung haben. Was ist die Verteuerung? 135. Nee, jetzt haben wir ungefähr ein Viertel, gibt es da drauf. Ne? Ja, ungefähr ein Viertel. Das wäre bei 4, 8, 12, 16, 3, 6, 9, 12, 30. Das sind wir bei 450. Nach der Verteuerung wird das Monatsabo hier grob geschätzt 450 Franken kosten. Da fehlen nur noch 40, um wirklich das Zehnfache zu haben. Momentan ist es ja noch irgendwie das 8, irgendwas Fache. Danach wird es das 9, irgendwas Fache sein. Hallo? Habt ihr den Schuss nicht gehört? Ich persönlich bin Sozialhilfebezüger. Ich kriege im Monat 600 Franken. Wie soll ich aus meinem Kaff rauskommen? Ein Auto könnte ich mir nicht leisten. Ein Monatsabo kann ich mir nicht leisten. Hallo? Geht's eigentlich noch? Vor allem der Witz an der Sache ist ja, wenn die EU und Deutschland irgendeinen Bullshit rausbringt, dann dauert es nicht lange, bis die Schweiz das ebenfalls einführt. In den meisten Fällen. Bringt aber Deutschland mal etwas Schlaues raus, etwas, das für das Volk von Vorteil ist, das dem Volk auch wirklich mal was bringt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel zahlbar zu nutzen, um alternativ das Auto mal wirklich in der Garage stehen zu lassen, weil es sich halt auch wirklich rendiert, den Zug zu nehmen, kostenmäßig. Denkt ihr, die Schweiz übernimmt das? Nee, bloß nicht. Nein, da würde hier jemand kein Geld mehr verdienen. Boah, hallo? Geht ja mal gar nicht. Das ist so ein absoluter Bullshit. Nee, man lässt es voll lieber das Zehnfache von dem zahlen, was man in Deutschland haben könnte. Nur damit damit die Reichen sich noch mehr Kohle in den Arsch schieben können und die sowieso nichts haben, die Wahl haben zwischen Sturm und Gewitter. Nehme ich das völlig überteuerte Auto oder nehme ich das völlig überteuerte öffentliche Verkehrsmittel? Es ist vollkommen scheißegal, vor allem gerade, wenn man sagt, man macht das hier teurer, also beziehungsweise vor allem, wenn man gerade sagt, man macht das Parken teurer, sodass die Menschen eher aufs Auto verzichten und auf den Zug gehen. Aber gleichzeitig macht man auch den Zug teurer, sodass die Menschen wieder sagen, Bruder, durch die Verteuerung des öffentlichen Verkehrsmittels nimmt das sich wieder nicht mehr viel, also kann ich auch direkt so gut wieder das Auto nehmen. Also ihr könnt mir nicht einmal verklickern, dass diese ganzen Maßnahmen, die man unternimmt, um das automatisch zu machen, für den Klimaschutz ist. Weil wenn man etwas für den Klimaschutz tut, man das automatisch macht, dann sollte man eine richtige Alternative anbieten. Und nicht die Alternative ebenfalls teurer machen, sodass es den Leuten wieder scheißegal ist, ob sie jetzt die Alternative nehmen oder das Auto. Ja, schlussendlich würde ich dann lieber das Auto nehmen, wenn ich Auto fahren dürfte, weil ich mich dort nicht mit 100 anderen Leuten in ein scheiß Abteil quetschen muss. Ja gut, es gibt den Stau, aber ich sitze in meinem Freiraum. Ich kann meine Musik im Auto aufdrehen, wie ich will. Ich kann mich strecken, wenn es wirklich ein Stau ist und der Verkehr steht. Im Zug bin ich eingepfercht zwischen Menschen und ich habe quasi eine Klaustrophobie. Ja, Klaustrophobie. Klaustrophobie nicht mit Räumlichkeiten, also nicht mit engen Räumen, sondern wenn viele Menschen um mich herum sind. Ich raste aus, wenn ich von zu vielen Menschen umgeben bin. Ich habe da in der Hinsicht Platzangst, in Anführungszeichen. Also soll ich mir jetzt den völlig überteuerten, überfüllten Zug geben? Oder soll ich den vielleicht minimal teureren Wagen geben, wo ich aber psychisch keine Probleme mit habe.
Denk mal drüber nach, liebe SBB und sonstige öffentliche Verkehrsmittel Fritzen. Ob es für mich vielleicht doch mal an der Zeit wäre, statt etwas teurer zu machen, vielleicht mal etwas günstiger zu machen, um wirklich eine zahlbare, nutzbare Alternative anzubieten fürs Auto. Damit die Leute auch wirklich mal darüber nachdenken, das Auto stehen zu lassen, weil es sich finanziell einfach rendiert und damit etwas für die Umwelt tun. Statt einfach nur zu sagen immer, oh, Auto ist scheiße. Ne? Just saying. Gut, damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns in einem anderen wieder oder hören uns in einem anderen wieder. Bis denne und tschö mit Ö.